Und Morris wusste, dass es gut war. Willkommen zu einer neuen Buchbesprechung von mir und zwar zu dem zweiten Teil der Kriminaltrilogie von Tim Parks. Mr. Duckworth wird verfolgt. Dieses Video bzw. dieses Buch ist der zweite Teil einer Trilogie und ist eine Trilogiebesprechung in drei Teilen. Den ersten Teil habe ich bereits besprochen, der heißt Der ehrgeizige Mr. Duckworth. Das Video könnt ihr hier in der Infokarte, wenn sie jetzt aufploppt, tatsächlich mal anschauen. Wer das noch nicht kennen sollte, wer sich dafür interessiert. Wenn ihr euch tatsächlich für diese Reihe interessieren solltet ihr dieses Video vielleicht nicht schauen. Denn ich könnte jetzt nicht viel über das Buch sagen, ohne euch zu spoilern. Ich meine, ich spoilere den Inhalt dieses Buches nicht, aber es ist immer schwierig, jetzt etwas nicht zu sagen, was in Bezug auf den ersten Teil, und wenn ihr den ersten Teil eben noch nicht gelesen habt, würde ich euch schon viel, viel vorwegnehmen, aber ohne natürlich dieses Buch inhaltlich komplett zu spoilern. Aber ich würde euch den ersten Teil spoilern. Also ähnlich wie bei Harry Potter, wenn man dann irgendwas sagt und aber das war doch im zweiten Teil noch gar nicht so. Ihr versteht schon, was ich meine. Und deshalb rate ich euch jetzt, vielleicht das erste Video euch erst anzuschauen, dann zu entscheiden, will ich dieses Buch irgendwann mal lesen? Ja, nein, vielleicht. Und dann solltet ihr aufhören, dieses Video zu gucken. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch dieses Video hier gerne anschauen. Ihr versteht schon, was ich meine. Also, jetzt soll es also um den zweiten Teil gehen. Erschienen ist die Reihe im Antje Kunstmann Verlag, kosten 16,95 Euro pro pochierte Ausgabe. Und ich glaube, dieses Buch hat hier um die 380 Seiten, so grob. Faszinierend tut mich immer noch die Aufmachung. Es ist eben so in matt gehalten, so aquarellzeichnungsmäßig und fässt sich auch ganz anders an. Also es ist kein glänzendes Cover, sondern ein mattes Cover, was sehr, sehr gut dazu passt. Auch dieses Schwarz und Beige finde ich sehr, sehr schön. Erschienen ist dieses Buch schon original 1990 und diese Ausgabe, ich glaube, aus 2014 oder 15. In Mr. Duckworth wird verfolgt, geht es um wen anders als Morris Duckworth. Wir erleben ihn hier einige Zeit später nach dem ersten Band. Der erste Band endet ja damit, dass er mit Paola eben in seine Heimat gereist ist und im zweiten Band sind die beiden schon verheiratet. Da hat er doch glatt die zweite Schwester der drei originalen Trevisan-Schwestern geheiratet. Tada! Jetzt hat er ja eigentlich schon, ist er schon an dem Punkt, wo er eigentlich sein wollte. Er hat in die fast reichste Familie von Verona eingeheiratet und einen gewissen Status erlangt. Wenn das mal so wäre. Denn der Mann von der ältesten Schwester Antonella ist ihm gegenüber sehr, sehr misstrauisch und lässt ihn nicht in die Geschäfte, in dieses Weingeschäft mit reinschauen, in den Vertrieb. Er bekommt halt irgend so einen Posten in irgend so einem Büro, aber die ganzen wichtigen Sachen darf er nicht mitentscheiden und er weiß auch nicht, was so unter der Hand läuft und was eben sein Schwager noch so für Geschäfte treibt und muss halt mit dem leben, was ihm zugeteilt wird. Geht es mit der Mutter Trevisan immer weiter bergab und natürlich hoffen alle ein wenig auf den Tod ihrer Mutter, um natürlich an das Erbe zu gelangen. Und für Morris Duckworth ist das ganz, ganz wichtig und er hofft, dass Paola auch trotz ihrer Eigensinnigkeit und etwas legeren Art und sie hält nicht sehr viel von Familie, möchte viel lieber ihre Freiheit genießen, die Geschäfte sind ihr völlig egal. Er hofft, dass sie trotzdem im Testament bedacht ist, damit auch er weiterhin eben seinen Standard leben kann. Aber trotzdem bleibt es natürlich nicht alles so für Morris Duckworth und Morris Duckworth, wenn er dem nicht alles ein bisschen nachhelfen würde. Und dann kommt sein Schwager ihm auch noch auf die Schliche in Bezug der Tatsache aus dem ersten Teil. Und das findet er gar nicht gut. Und naja, er muss dann halt zu Morris Duckworthschen Maßnahmen greifen. Der zweite Teil haben ist immer ein wenig schwer. Und der erste Teil war absolut ein Knaller mit 5 von 5 Sternen. Ich muss sagen, dieser zweite Teil steht ein wenig im Schatten dieses ersten Teiles. Wir haben immer noch Morris Duckworth. Es ist nur wenige Augenblicke, Jahre, Monate später, also nicht so weit in die Zukunft. Und er ist immer noch dieser aufgebrachte junge Mann, der was erreichen will und ehrgeizig ist und die Schauplätze in seinem Kopf. Und das ist immer noch sehr, sehr schön beschrieben. Morris Duckworth
ist immer noch ein sehr, sehr hervorragender Charakter, der einem eigentlich total unsympathisch sein müsste, aber er ist einem total sympathisch. Und Morris Duffer spielt immer noch Theater. Alles, was er sagt oder was er tut, hat er sich vorher in seinem Kopf ausgedacht. Wir können direkt in seinen Kopf reinschauen und erleben halt, wie er diese Schauspiele sich zurechtrückt mit der Hauptperson himself, Morris Duffer. Und ja, er ist halt eigentlich tief in seinem Innersten ist er eigentlich, glaube ich, ein ziemlich einsamer und trauriger Mann. Aber er versucht halt immer so doch sein Lebensmotto zu leben. Und eigentlich geht ihm seine Ehefrau auch ziemlich auf die Nerven, weil er möchte das eigentlich nicht so mit diesem dauernden Sex überall und mit dem Fremdgehen. Und er möchte das eigentlich nicht. Er möchte einfach eine gesittete Ehefrau haben, so wie er sich gerne eine Ehefrau vorstellt. Ja, und er möchte halt Status. Und er versucht auch so immer dadurch so ein bisschen seinen Schwager zu umgehen und das ist halt Morris Duckworth. Dass ihm hinterher alles auf die Füße fällt und dass er oftmals nicht sieht, wie ihn die anderen Charaktere ausspielen, beziehungsweise dass andere Charaktere auch ein Geheimnis haben können und das eigentlich so, so offensichtlich ist, aber Morris Duckworth ist eben ein Charakter, der das Offensichtliche nicht sieht. Und wieder ist das schön, die ganze Geschichte ist hier platziert in Verona. Er hat so ein bisschen italienischen Flair, auch was eben so die Korruptheit der Geschäftswelt angeht und ja, sehr, sehr schön geschrieben. Ist mehr hier auch immer noch eine Familiengeschichte, ja, die sehr, sehr schön aufgebaut ist, die wirklich auch Spannung bringt. Allerdings, wie gesagt, hat es nämlich nicht ganz mehr so gecatcht wie im ersten Teil, was natürlich mein persönlicher Leseeindruck ist. Und deswegen habe ich dem Buch auch insgesamt nur 4 von 5 Sternen gegeben, obwohl es dasselbe Setting, dieselben Figuren sind, aber es hat mich von der Geschichte halt nicht so gepackt. Auch wenn der Autor wieder am Ende diese unerwartete Wendung wie im ersten Buch hat. Aber die Wendung aus dem ersten Buch kennen wir ja jetzt ja mittlerweile, aber trotzdem knallt er uns da wieder etwas rein und wir sind überrascht und das ist für Morris Duckworth, gibt es nochmal ein ganz anderes Bild auf diesen Charakter Morris Duckworth und der verändert ihn halt nochmal einmal total. Wie gesagt, insgesamt mein Fazit steht ein wenig im Schatten des ersten Buches. Es reicht ihn nicht ganz ran, obwohl er erzählerisch sehr, sehr gut ist. Das Setting ist gut, die Charaktere sind gut, aber es hat mich nicht packen können. Ja. Wer mag, kann sich auch den dritten Teil bald, jetzt schon, je nachdem, ob es ja schon öffentlich ist oder nicht, anschauen. Der heißt Mr. Duckworth sammelt den Tod. Ja, ansonsten war es an dieser Stelle zu Mr. Duckworth wird verfolgt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn nicht, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.